Quizfrage. Was kommt in einem normalen Stepptanztraining fast nie vor? Du weißt es eh schon, weil es steht unten in der Beschreibung in meinem Video. Also es ist jetzt gar keine Überraschung. Es ist das Stretching. Irgendwie hat es das Stretching nicht in den Ablauf einer normalen Stepptanzstunde geschafft. Es ist aber super wichtig, denn im Stepptanz trainieren wir unsere Muskeln ständig auf Kontraktion. Das heißt, sie werden dicker und kürzer. Damit unsere Muskeln lange leistungsfähig und gesund bleiben, müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass die wieder länger werden. Und das machen wir durch Stretching. Da das in einem normalen Stepptanztraining nicht vorgesehen ist, musst du dich selber darum kümmern. Ich habe dir in diesem Video ein paar Übungen zusammengestellt, wie du alle Muskeln, die du vorher kurz gemacht hast, wieder lang dehnen kannst. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt tun. Du kannst Like drücken. Du kannst auch erst das Video abwarten, bevor du Like drückst. Aber du könntest jetzt schon in meine Newsletter-Anmeldung gehen. Dann verpasst du keine Step-Neuigkeiten mehr. Okay, wir starten in das Stretching. Am besten hältst du dich am Anfang irgendwo fest, an der Wand oder an einem Möbelstück und dehnst die hintere Wade. Schau, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt und du schiebst deinen Körper so weit nach vorne, wie es dehnt und aber auch noch angenehm ist. Atme dabei und spür, wie die Wade richtig, richtig lang wird. Gut, dann streckst du deinen Fuß, gehst über den Spann und gehst ein bisschen in die Knie. Jetzt merkst du, wie dein Schienbein gedehnt wird. Und da gehst du auch so tief, wie es angenehm für dich ist und du den Zug im Schienbein spürst. Und immer weiter atmen. Sehr gut, wir gehen auf die andere Seite und du dehnst wieder die Wade, hältst dich irgendwo fest, drückst dich gegen die Wand und dehnst die Wade richtig lang. Schau, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt und in die andere Richtung zieht. Sehr gut, sehr gut. Streck den Fuß und geh über den Spann langsam in die Knie und merke, wie dein Schienbeinmuskel sich lang zieht. Weiter atmen. Sehr gut. Wir gehen auf die andere Seite. Halt dich fest an deinem Oberschenkel und streck das hintere Bein lang. Du kannst dich jetzt festhalten. Du merkst den Zug hier in der Leiste und im Oberschenkel. Du kannst auch auf den Boden gehen. Achte darauf, dass dein Bein einen rechten Winkel macht und du nicht nach vorne drückst. Das ist nicht gut fürs Knie. Weiter atmen und spür den Zug hier in der Leiste. Leg das Bein ab und schieb dein Becken nach vorne. Jetzt spürst du den Zug hier im Oberschenkel. Schieb das Becken so weit nach vorne, wie du kannst. Und atmen nicht vergessen.
Okay, wir machen das Bein wieder lang. Aufstützen, geh ein bisschen nach oben und schieb die Beine auseinander und drück die Knie ein bisschen nach hinten. Jetzt dehnst du deine Adduktoren. Genau, Knie leicht nach hinten drücken, ein bisschen hin und her bewegen. Weiter atmen. Sehr gut. Wir gehen auf die andere Seite. Halt dich an deinem Oberschenkel fest oder stütz dich ab. Genau. Achte darauf, dass du hier einen rechten Winkel hast. Du kannst den Arm ablegen und dich abstützen, je nachdem, wie es angenehm ist. Und leg dein Fuß ab, dein Knie ab und schieb dein Becken nach vorne, soweit du kannst. Sehr gut, weiter atmen natürlich, nicht vergessen. Mach das Bein wieder lang. Gehst in die Mitte. Wieder ein bisschen hin und her bewegen. Nimm die Hände auf den Boden. Streck die Beine. Wenn du möchtest, kannst du deinen Oberkörper an die Beine ranziehen. Und roll langsam nach oben mit gebeugten Knien. Sehr gut. Jetzt machen wir noch was für die Hinterseite und den Gluteus Maximus. Kreuz dein linkes Bein hinter dem rechten. Ziehst dein linkes Bein zu dir ran und verschraubst den Oberkörper in die Gegenrichtung. Ganz sanft. Du merkst es jetzt, dass es hier zieht. Atme weiter. Genießt, dass deine Muskeln länger werden. Gut, du gehst nach vorne, ziehst das eine Bein, legst du über dem anderen ab oder davor, je nachdem, wie es für dich angenehm ist und was es dir am meisten bringt. Und gehst mit dem Oberkörper nach vorne, einfach hängen lassen. Atme weiter. Und langsam wieder nach oben. Und du wechselst die Beine. Das linke Bein kommt vor das rechte. Du ziehst mit dem rechten Arm das linke Bein zu dir ran und verschraubst den Oberkörper ganz sanft. Weiter atmen. Und langsam zurück. Nimm das linke Bein über das rechte oder davor, je nachdem, du entscheidest das. Und nach vorne hängen. Atmen. Und geh langsam zurück. Sehr gut. Wenn du das regelmäßig nach dem Training machst, dann werden dir das deine Muskeln lange danken und gesund bleiben. Also viel Spaß beim Dehnen.